Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich quasi im Auftrag von euch unterwegs. Und zwar haben mir so viele geschrieben, hier, ich richte mir jetzt gerade eine Werkstatt ein oder ich bin am Schrauben und keine Ahnung, du inspirierst mich. Das finde ich natürlich immer super geil, wenn ich solche Nachrichten von euch bekomme. Auf jeden Fall fragen mich immer wieder total viele Leute, Thema Schweißgerät. Ja, du hast ein Schweißgerät oder so, das ist natürlich ein höherpreisiges. Das Schweißgerät, was ich habe von Stahlwerk, ist ja das ST270 aktuell. Das ist natürlich ein super geiles Gerät, auf Kraftstrom, richtig viel Power und so. Aber das kostet natürlich auch gut 600 Euro. Ne? Das ist natürlich für das Gerät nicht teuer, das wissen wir alle, aber es sind halt 600 Euro und am Anfang sind 600 Euro halt viel Geld. Und gerade wenn man sich die Werkstatt einrichtet, weiß ich ja selber, eins kommt zum anderen, ne? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Und da fragen mich immer richtig viele Leute, ja, gibt es da nicht auch was Günstiges, Preiswertes? Da sage ich immer, ja, Stahlwerk hat auf jeden Fall günstige Geräte im Angebot. Aber die sind auch mit Sicherheit gut, die haben ja alle 5 Jahre Garantie. Stahlwerk bietet ja auf alle Geräte 5 Jahre Garantie. Sogar auf die Kassetten vom Schweißhelm sind 5 Jahre Garantie, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das ist echt Wahnsinn. Und dementsprechend sage ich, die werden wohl gut sein, aber ausprobiert habe ich sie noch nicht. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Punkt. Und weil mich so viele Leute von euch angeschrieben haben, habe ich mich mit der Firma Stahlwerk in Verbindung gesetzt und habe gefragt, hör mal Jungs, habt ihr so ein günstiges Schweißgerät für mich, dass ich das mal ausprobieren kann? Und Firma Stahlwerk hat gesagt, jo, kein Problem, kriegst du von uns. Also das Gerät wurde mir von der Firma Stahlwerk zur Verfügung gestellt, damit ich euch das mal vorstellen kann. Vielen lieben Dank an euch erstmal, ne? Das finde ich total geil. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das Video schon mal zum Teil gedreht, aber leider Gottes ist meine Speicherkarte abgeraucht. Also nicht wundern, ich packe das Ding jetzt aus. Ich habe es zwar schon gesehen, leider Gottes, das ärgert mich total. Ja, muss ich den Teil jetzt nochmal drehen. Also nicht wundern, dass einige Sachen schon vor zusammengebaut sind oder ausgepackt sind. Aber ihr werdet sehen. So, wir packen jetzt erstmal das Gerät aus. Einen Moment. Nicht erschrecken, weil der Hammer kommt jetzt. Übrigens, das Gerät hier, bevor wir anfangen, kostet 219 Euro. Ja, 219 Euro. Und was das Ding alles kann, ist unglaublich. Also wir sehen uns das jetzt erstmal an. In Sachen Verpackung sind die Jungs mittlerweile auch echt richtig gut von Stahlwerk. Also Wahnsinn, wie das Gerät hier eingepackt ist, ist heftig. So, nun pass mal auf. Schweißgerät, ne? 135 Ampere. Kann Fülldraht, Elektrode und Schutzgas schweißen, ne? Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Gewicht 6 Kilogramm, ja, das kannst du ganz damit rumschleppen. Also, verrückt. Verrückt, verrückt. Das ist erstmal das Schweißgerät selber, ja. Kennt ihr auch aus meinen Videos, Schutzgas, ne, 15 AK, Schlauchpaket. Dann haben wir hier vorne noch so ein Kabel, das ist, da kommen wir gleich zu. Ein schön langes Stromkabel, ist auch immer sehr wichtig. Und hier oben eine Klappe zum Öffnen. Da oben kommt der Draht rein. Bei den anderen Schweißgeräten, bei den größeren Modellen, hat man ja seitlich die Tür. Bei diesem hier oben drauf. Ihr könnt bei diesem Gerät 1 Kilo Schweißdrahtrollen verwenden. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal das Zubehör an. Und dann kommen wir nämlich gleich zum Schweißgerät nochmal, wenn wir es zusammenbauen. Also lege ich das erstmal beiseite. Dann ist in dem Karton noch ein Karton. Und da muss ich ja sagen, Stahlwerk, alte Schwede, da hat sich echt, die arbeiten immer wieder an der Verpackung und hin und her. So, das ist schon echt sehr edel gemacht hier, das Ganze. So, nun gucken wir mal, was hier drin ist. Erstmal Masseklemme. 25 Quadrat, 5 Meter lang, ja, also das ist schon ordentlich. Dann ein Schweißschirm, das ist nicht der teuerste Schweißschirm, das ist, weiß ich selber, ne? Das ist ein günstiges Ding, aber es hilft. Und gerade beim Einsteigen, man kauft sich so ein Schweißgerät, der ist dabei, da kann man erstmal mit anfangen, ne? Klar kann man sich so einen Helm besser, natürlich. Kommen wir gleich auch noch zu. Ich habe nämlich von, oder kann ich euch jetzt zeigen, ich habe nämlich von Stahlwerk auch gleichzeitig einen neuen Helm bekommen. Den habe ich jetzt eigentlich schon ein paar Mal ausprobiert und benutzt.
Das ist der Hammer. Ich hatte vorher, Moment, wo ist das Ding? Oder ich habe parallel den ST600 PV. Das hier ist der ST800 PV, ja? Gut, der ist natürlich jetzt ein bisschen dreckig. Da sieht man natürlich, der hat natürlich ein größeres Fenster, ist klar. Und diesen hier kannst du umstellen, also kannst du einstellen, schweißen, schneiden, also Plasma schneiden und halt schleifen oder was, ne? Kannst du halt einstellen, das geht bei dem hier nicht. Aber der kostet, ich glaube, 45 Euro und der liegt bei 60. Also vom Preis her, und das Ding ist natürlich der Hammer, weil du hast ja auch so ein Panorama-Sichtfeld an den Seiten. Hier ist auch noch Fenster. Das dunkelt sich zwar nicht jetzt extra ab, aber du hast halt dadurch noch ein bisschen besseres Raumgefühl. Und gerade wenn du jetzt am Schleifen bist oder so, ist das schon echt geil. Also sowas kann man sich dann auch nochmal holen. Ich verlinke euch das mal alles unten in der Beschreibung, aber das Ding ist dabei. Und gerade wenn man am Starten ist und wirklich mal seine ersten Gehversuche macht, dann ist das Ding hier, kann einem auf jeden Fall helfen. So, das ist dabei. Dann haben wir hier noch eine Elektrodenklemme, um damit Elektroden schweißen zu können. Sehr cool. Auch nicht selbstverständlich, der Schlauch für das Schutzgas ist hier mit bei. Gleich schon mit Kupplung und alles, ne, kann man so an Schweißgerät anklemmen. Das sind die ganz normalen Druckluftkupplungen. Die haben alle Schweißgeräte, also alle Stahlwerk-Schweißgeräte gleich. Das heißt, ich kann jetzt die Flasche von dem ST270 so an das kleine Gerät anklemmen. Funktioniert, das ist richtig cool, man ist echt total flexibel damit. Dann ist hier noch ein Set Snap-on 3/8, auch wieder diese Druckverbinder, Druckluftverbinder, für Druckminderer zum Beispiel, ne, ist hier mit bei. Dann ein Schlackehammer, ja, der ist auch echt noch nicht mal scheiße, also das ist echt, das ist ein gutes Teil, also ne, eine Drahtbürste ist hier bei. Muss man sich mal vorstellen, ne? Für 219 Euro. Ich rede hier immer noch von 200. Das ist alles dabei. Das ist total krass. Dann hat man hier auch noch solche Ersatzdüsen dabei. Die Druckluftanschlüsse habe ich ja schon gesagt. Und tatsächlich ein halbes Kilo Fülldraht. Ich meine, das habe ich jetzt ja schon ausgepackt. Ne? Das habe ich ja erzählt. Das ist, muss ich jetzt zweimal machen. Aber dieser Fülldraht, ein halbes Kilo ist dabei. Das heißt, mit Fülldraht kann man ohne Schutzgas schweißen. Das Gerät ist nämlich fülldrahtfähig. Ich sag ja, das ist echt die eierlegende Wollmilchsau. Ich würde sagen, wir basteln das Ding jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal, was es kann. So, den Schlackerhammer und die Bürste brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Schlauch auch nicht, weil den Schlauch habe ich nämlich auch an meinen anderen Geräten dran. Der ist übrigens auch elendslang, also da könnt ihr theoretisch auch zwei draus machen. Das ist richtig gut. Da haben sie echt mit Zubehör nicht gegeizt, die Kollegen. Die brauchen wir jetzt aktuell auch noch nicht. Den Schirm auch nicht. Uns interessiert jetzt erstmal der Draht. So, dann wollen wir das Gerät mal in Betrieb nehmen. Haube auf. Gerät anschalten. So, drehe ich hier lose. Rolle rauf, Deckel drauf. Der passt hier dann noch einmal rein, wie bei so einer Flex quasi. So, zack. Dann schraubt man das fest, sodass das Teil hier satt draufsteht. So, Fülldraht. Einmal abschneiden, dass das schön glatt ist, das Ganze. Und dann kann man hier den hier aufklappen, so beiseite schieben, so zum Beispiel. Man muss hier durch das Röhrchen durch, ne, ist klar. So. Und dann klappt man den wieder zu. Zack. Und dann ist das schon quasi arretiert, dann gibt man ein bisschen Gas, damit das damit der Drahtvorschub läuft. So, und dann kann man das noch ein bisschen strammer stellen, oder muss man auch ein bisschen strammer stellen, dass er vernünftig packt. Dabei das Schlauchpaket ein bisschen in einem schönen Bogen haben, ja. Nicht, dass er sich so quält. Und dann müsste er ja eigentlich hier durchschießen. Kann auch sein, dass man die Düse abschrauben muss.
Ich merke jetzt schon den Draht. Ja, leider. Zack. Das oberste Ende kneifen wir ab. Wo wir gerade hier sind, man kann 0,6 und 0,8 mm Draht verwenden. Diesen hier kann man aufschrauben, da ist eine Rolle hinter. Die kann man von hier vielleicht ein bisschen besser sehen. Die kann man dann drehen und dann hat man das ist jetzt auf 0,8 eingestellt und dann kann man die auf 0,6 drehen. Dann kann man dünnere Drähte verwenden. Zum Beispiel, wenn man ganz dünne Autobleche hat oder sowas, kann man auch durchaus 0,6 nehmen, ist kein Problem. Wie gesagt, das passen 1 Kilo Rollen rein. Jetzt ist eine 0,5er, also 0,5 Kilo Fluxdrahtrolle ist im Lieferumfang mit bei. Das ist halt so, wie ich das hier jetzt habe, kommt das Gerät zu euch. Ihr könnt direkt starten, ihr braucht keine Gasflasche kaufen, ist vielleicht für den einen oder anderen echt wichtig, weil ja, Gasflasche kostet natürlich Kohle. Kann man bei Stahlwerk übrigens auch kaufen, allerdings können sie die noch nicht verschicken. Da sind sie aber dran, dass das bald möglich ist. Aber Druckminderer und sowas, die kann man bei Stahlwerk bekommen, könnt ihr alles auf der Seite bestellen. Aber das muss halt alles gekauft werden, ist ja klar, ne? Und jetzt kann man mit dem Gerät kann man so durchstarten. Man braucht weder Schutzgas noch irgendwas anderes, weil mit dem Fluxdraht, mit dem Fülldraht kann man auch schweißen. Das ist kein Problem. Sogar bei Wind und so, man ist halt unabhängig vom Gas. Jetzt werden wir mal ausprobieren, wie sich das Gerät so macht. Dann kommt die Klappe wieder zu. Hier ist ja soweit alles fertig. Zack. Dann kann ich das Gerät einmal ausschalten und euch ein bisschen was dazu nochmal erzählen hier vorne. Noch mal ein bisschen was erklären. Ihr habt doch gehört, das hat einen Nachlauf, ne? Also es kühlt noch mal nach, geht nicht sofort aus. Zu dem Gerät selber. Und zwar habt ihr hier so ein Kabel raushängen, ne? Das Kabel hat es nämlich tatsächlich in sich. Und zwar könnt ihr von außen das Gerät umpolen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Fülldraht schweißt. Fülldraht, also normalerweise schweißt man das Werkstück hat Minus und hier kommt, hier ist quasi Plus und dann letztendlich entsteht ein Kurzschluss und dadurch schweißt es halt. Ne? Mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Aber Fülldraht zum Beispiel, da muss das Minus haben und das Werkstück muss Plus haben. So, damit das vernünftig läuft. Und das Gerät hat halt die Möglichkeit, das Kabel ist im Prinzip nichts anderes wie eine Verlängerung hierhin. Also wenn ihr jetzt normal schweißen wollt, dann macht ihr hier auf Plus die Masseklemme auf Minus, wie der Name schon sagt. Und dann könnt ihr normal Max schweißen. Wenn ihr Fluxdraht schweißt, also sprich Fülldraht, dann müsst ihr dieses Kabel auf Minus machen, zack, und die Masseklemme auf Plus. Und dann könnt ihr astrein Fülldraht schweißen. Und das ist echt nicht selbstverständlich, vor allem nicht bei einem Gerät für 219 Euro mit 5 Jahren Garantie. Also ist echt schon krass. Hier oben habt ihr einen Schalter, MIG und MMA. MMA heißt elektronisch schweißen, MIG heißt ihn hier benutzen. Ne? Dann habt ihr einmal die Ampere, also die Volt, und einmal die Amperezahl. Amperezahl gibt es 135 und Volt bis 21. Die Volt-Regelung bestimmt den Abbrand und die Ampere-Regelung die Stromstärke. Ja? Hinten habt ihr den An- und Ausknopf, den Druckluftanschluss für in diesem Fall Schutzgas, steht auch drauf, Gas. Dann habt ihr hinten noch so eine Tabelle, was das Gerät kann. Ein Lüfter, genau, und das war es alles in allem. Und wie gesagt, 6 Kilo, das heißt, den kannst du echt mit einer Hand, kannst du das Teil tragen, kannst du komplett durch die Gegend schleppen, kannst auch überall schweißen. Das Gerät läuft mit Lichtstrom, das heißt, du kannst halt überall das Teil benutzen. Das ist schon echt super. Dann würde ich sagen, ich setze mir nicht den Helm auf. Ich benutze jetzt den ganz normalen Schweißschirm, der dabei war. Ich benutze jetzt alles, was hier bei ist. Ich bereite mal ein bisschen was vor und dann machen wir ein paar Schweißversuche. Mein Versuchsaufbau steht. Ja, wo die Bremsenreinigerdose muss gleich noch weg. Wäre gesünder. Daran sieht man jetzt ja schon echt direkt den Vorteil von diesem Schweißgerät. Man kann das mal eben auf die Werkbank stellen. Das nimmt keinen Platz weg. Das Ding kannst du sogar bei Mutti in der Küche unten reinstellen. Sie wird es wahrscheinlich noch nicht mal mitkriegen, dass das Ding da steht. Das ist echt mega gut. Also finde ich echt einen ganz klaren Vorteil, wenn wir jetzt im Vergleich zu so einem Gerät. Natürlich kann man das nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Geschichte von der Stärke, auch eine ganz andere Liga. Aber egal, das Ding nimmt natürlich viel Platz weg. Und das nicht. Und gerade für Hobbyanwender perfekt. Ich habe von Stahlwerk jetzt auch noch ein paar Schweißhandschuhe bekommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Dinger sind echt wichtig, weil ich hatte echt schon Sonnenbrand am Arm. Überall da, wo dann halt Licht hinkommt, UV-Licht, kriegt man halt einen Sonnenbrand durch. Ist natürlich auch krebserregend, ist natürlich scheiße. Deswegen ein paar
Schweißhandschuhe vielleicht direkt mit in den Einkaufswagen gelegt. Ist nicht verkehrt, sind jetzt auch neue Modelle, sind jetzt dicker wie die Vorgängermodelle, wobei das Vorgängermodell mir schon gut gefallen hat, aber die sind noch besser anscheinend. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber heute das erste Mal testen. Zum Thema Masseklemme muss man nochmal sagen, dass hier die Massepunkte, also von rechts nach links, noch mit so einem Masseband verbunden ist. Das ist auch längst nicht selbstverständlich, das hat auch nicht jedes Schweißgerät, also außer die von Stahlwerk, die haben es alle. Das ist schon echt nicht schlecht und da erkennt man halt auch die Liebe zum Detail. Ne? Ich an meiner Werkbank habe ja den Massepunkt unten und habe somit die ganze Platte und alles unter Masse oder jetzt halt Plus. Ich habe hier so ein paar Resteisenstücke rausgesucht zum Testen. Ich versuche jetzt mal mit Fülldraht hier dran lang zu schweißen. Wichtig bei Fülldraht und bei Elektrode ist, dass ihr die Tür aufmacht oder halt für eine ausreichende Belüftung sorgt, weil die Dämpfe halt, ja, ist halt so, kommen halt ein bisschen schädlichere Dämpfe wie beim normalen Schweißen. Wobei auch da sollte man eigentlich für eine Belüftung sorgen. Handschuhe an. Von der Stromstärke muss ich jetzt mal gucken, was wir da nehmen. Thema, wir machen so 90 Ampere, 18 Volt, probieren wir es einfach erstmal. Da muss man sich halt langsam rantasten. Das Schlauchpaket ist übrigens 2 Meter lang, kein Euro zum Zentralanschluss, ist ein ganz normales Schlauchpaket dran. Das nur so zur Info. Ich benutze jetzt das, den Schirm hier und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal, bevor ich es vergesse, ein bisschen Schweißschutzspray. Das ist ganz normales Schweißschutzspray. Das nimmt man damit, das nicht so dran haftet, diese Perlen. Dann kann man die leichter wieder abschlagen, weil Fülldraht natürlich leichter spackt, genau wie Elektrode schweißen, als normales Schutzgas. Ne? Da muss man sich jetzt erstmal so ein bisschen rantasten. Ne? Muss man immer eine Schutzbrille oder zumindest dazu sorgen, dass die Augen geschützt sind. Ja, aber da kommen wir schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Wie gesagt, Fülldraht habe ich auch noch nie geschweißt. Oder habe ich das überhaupt schon gesagt? Weiß ich nicht. Fülldraht, das erste Mal schweißen jetzt. Ohne Witz, das Schweißgerät mit Fülldraht kann man machen, ne? Hier habe ich noch mich ranprobiert und das war jetzt zum Schluss mein letztes Ergebnis und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir, ne? Dafür, dass das einfach mal so dahin gebraten ist, einfach mal grob ein paar Einstellungen gesucht, da sieht man es jetzt, 70 Ampere, 17 Volt, bin ich am Ende gelandet. Hier sieht man halt, dass das ein bisschen mehr spüttert. Aber ohne Gas, ohne alles, einfach drauf losschweißen und man kriegt solche Ergebnisse hin, allerhand. Mit dem Draht, der dabei ist, könnt ihr so loslegen, das ist geil, das gefällt mir. Und genau das war auch mein Ziel dieser Vorstellung, dass ich euch zeigen kann, was man für 219 Euro
oder was man für wenig Geld für gute Qualität bekommen kann. Sehr geil. Also würde ich sagen, tausche ich jetzt einmal um auf Elektrode und dann können wir nämlich hier, habe ich schon vorbereitet, meine Elektrode durchbrennen. Zum Elektrode schweißen einmal von MIG auf MMA. Den klemmen wir ab, weil den brauchen wir jetzt ja nicht, weil es ist Elektrode. Übrigens diesen Verschnalter kann man auch bei Stahlwerk auf der Seite kaufen. Dann stecken wir ihn jetzt, also erstmal die Masse wieder auf Masse, so wie es eigentlich gehört. Dann stecken wir ihn hier, ist auch rot markiert, auf den Pluspol. Und dann kann so eine Elektrode einfach eingeklemmt werden. Und dann können wir versuchen, Elektrode zu schweißen. Ich schweiße jetzt einfach mal hier eine Naht drauf. Versuche ich zumindest mal. Guck mal, wie das aussieht. Ich bin überhaupt kein Elektrodenkünstler. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mal eine Elektrode geschweißt habe. Das ist schon ewig her. Weil normalerweise nehme ich immer Schutzgas, weil es halt sauber ist und einfach zu schweißen. Ne? Elektrode kannst du zwar halt auch überall benutzen, genau wie Fülldraht. Aber da würde ich, glaube ich, sogar Fülldraht bevorzugen, weil du da einfach viel mehr Kontrolle hast. Ne? Aber na gut, wir versuchen jetzt mal unser Glück. Mal gucken, wie das Ding zündet. Von der Kraft her müssen wir gucken, wie viel wir da jetzt einstellen. Wir versuchen einfach mal. Einfach mal so drauf los jetzt, ne? Muss man natürlich aufpassen, wo man damit hingeht, weil es hier ist ja alles voller Masse. Nicht, dass man sich da an seinen Tisch brennt. Ja, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. Also für meine Verhältnisse, ne? Ich versuche nochmal einen neuen Start hier hinzulegen. Ich schweiß, ja, echt super, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin mit Sicherheit kein Profi, was das angeht. Aber darum geht es ja. Selbst ich kriege damit ansehbare Ergebnisse hin. Ich meine, ich habe jetzt einfach mal blöd drauf rumgebraten mit einer Elektrode. Stumpf ist Trumpf sozusagen. Und ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, dafür, dass ich da blutiger Anfänger bin. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu der nächsten Disziplin. Und zwar ganz normales Max-Schweißen. Der Draht zum Max-Schweißen ist allerdings nicht dabei. Die kann man auf der Stahlwerkseite gleich mitbestellen. 0,8 mm ist es in diesem Fall und genauso wie der Fülldraht. Den baue ich jetzt um, gleiche Prinzip wie beim Fülldraht und dann muss allerdings die Gasflasche angeschlossen werden. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen umgebaut. Das Gerät ist jetzt auf dem Schweißwagen montiert. Total niedlich, ne, bei der Größe. Ich habe jetzt die Argon 18, Mix 18 Flasche angeschlossen. Auch wieder via Druckluftkupplung, weil das ja alles ein System ist. Ich muss jetzt hier umstellen auf von MMA wieder auf MIG. Stell das wieder so um, dass die Düse auf Plus ist und Masse wieder auf Masse. Hier habe ich jetzt meine... Oh, achso, weil die Flasche jetzt hinten dran kommt. Hier habe ich jetzt meine ganz normale Schweißdrahtrolle montiert. Und dann kann es auch schon losgehen. Hierfür benutze ich jetzt aber meinen neuen Schweißhelm, weil das ist doch komfortabler auf jeden Fall und ja, schöner mit zu arbeiten. Und dann gucken wir mal, was er jetzt sagt. Ne?
Ich habe jetzt nichts eingestellt, einfach nur grob die Richtung und direkt so ein Ergebnis erzielt. Also ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Einfach auf ein Stück Schrotteisen hingebraten. Dann kann ich natürlich noch beigehen, ein bisschen mehr Power geben, vielleicht ein bisschen mehr Volt. Ne, das kann man jetzt natürlich individuell einstellen und dann mal gucken, was er dann sagt. Unfassbar. Also das sieht doch echt sauber aus, oder nicht? Ich bin begeistert. Was soll ich sagen? Also das Gerät, ihr seht es ja selber, das ist ja Schutzgas gewesen. Das war ja Fülldraht, da kann man noch mal sehen, von der Sauberkeit her natürlich, ich meine, nun habe ich auch noch nie Fülldraht vorher geschweißt, aber von der Sauberkeit her natürlich nicht zu vergleichen mit Schutzgas. Und hier oben drauf noch mal meine MMA-Versuche, also sprich Elektrode. Wobei da natürlich auch wieder ganz stark davon abhängig ist, was hat man für eine Elektrode. Ne? Das sind die trocken, die Dinger müssen natürlich trocken. Ich meine, bei mir sind sie im Heizungsraum gelagert. Aber natürlich auch nicht gerade die hochwertigsten Elektroden, das muss ich zugeben. Das ist halt einfach, ne? Da gibt es natürlich, ich weiß nicht, ich habe die jetzt nicht von Stahlwerk, die Elektroden, die habe ich selber gehabt. Da muss man vielleicht nochmal gucken, dass man da sich nochmal ein paar hochwertige von denen holt. Und dann sehen wahrscheinlich die Ergebnisse noch anders aus. Und natürlich meine Technik, wie gesagt, ich bin nicht der Elektrodenspezialist. Aber ich finde es echt krass, dass man mit diesem Gerät alle Eventualitäten abdeckt. Es ist unfassbar, vor allen Dingen, man kann so loslegen, ohne ohne Gas, ohne alles. Man kann mit dem reinen Gerät loslegen für 219 Euro. Auch gerade was das Zubehör angeht. Ich bin echt beeindruckt. Zu jedem Gerät kriegt ihr dieses Buch dazu, das hochwertige. Da haben die Jungs echt nochmal richtig Gas gegeben. Diese Bedienungsanleitung gibt es dazu. Bebildert. Ne, ihr seht selber in Deutsch. Ne, alles für jedes Gerät quasi. Ihr könnt schon mal gucken, wenn ihr euch die günstige 135M kauft, was dann vielleicht die anderen können oder was man vielleicht nochmal sieht, hier ist die 155ST zum Beispiel abgebildet, die 135ST und natürlich auch die 135M. Wo wir gerade bei dem Thema sind, will ich euch mal schnell die technischen Daten von dem Gerät sagen. Und zwar erstmal Ausgangsstrom mit MAC 40 bis 135 Ampere, Einschaltdauer mit MAC und MMA 40% bei 135 Ampere und 100% bei 82 Ampere. Ja, 14 bis 21 Volt stufenlos verstellbar, Spulengewicht maximal 1 Kilo und Drahtdurchmesser 0,6 bis 0,8 mm. Dann Elektrodenhalter und Mastezange jeweils 5 Meter Kabel, also auch bei der Elektrode 5 Meter an diesem Gerät hier. Das ist schon ordentlich, kann man ziemlich weit belaufen mit dem Teil. AK-15 Schlauchpaket 2 Meter fest verbaut, habe ich euch ja erzählt. Schuko-Stecker ist verbaut. Und das Ganze, das Wichtigste, 6 Kilo Gewicht. Ja, kann man sich echt so mit dem Tragegurt über den Nacken irgendwo hinlaufen. Wie gesagt, das nette Büchlein bei jedem Gerät dabei. Dann 5 Jahre Garantie, auch auf die Schweißhelme, auch auf die Kassetten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Ding hier, das hat bei mir schon einiges mitgemacht. Ich habe ja meinen Frontlader auf hydraulische Gerätebetätigung umgebaut und da ist mir diese Konsole vorne auf den Helm gefallen. Der war platt wie eine Flunder, da sind innen drin sogar die Knöpfe rausgeflogen und ich habe die so wieder zusammengesteckt, läuft immer noch tadellos. Einzig was ist, die Scheibe ist zerkratzt, wobei ich da auch sagen muss, zu jedem Helm, also bei diesen beiden zumindest, bei den anderen weiß ich es ja nicht, ist jeweils eine Ersatzscheibe noch bei. Das heißt, auch das ist kein Problem, kann man so tauschen. Ich bin auf jeden Fall tatsächlich restlos begeistert von dem Gerät, wenn man sich den Preis anguckt. Unfassbar. Also ich wüsste jetzt nicht, was das Gerät besser machen könnte, sollte, müsste. Mit dem Zubehör dabei. Ich verlinke euch alles unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stahlwerk für die Zurverfügungstellung des Gerätes. Vielen Dank dafür. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung weiterhelfen, was für ein Gerät es werden soll an Schweißgeräten. Ihr seht, für 219 Euro. Geht echt einiges mit 5 Jahren Garantie und allen Zip und Zap.
Ich verlinke euch die Geräte und alles, was ich hier so benutze, in der Beschreibung. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Abo dalassen wäre cool. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.